Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen den SV Waldhof aus Mannheim. Herzliches Willkommen unseren Gästen und den Trainer Marco Antwerpen. Marco, dann darf ich dich um deine Worte bitten. Ja, vielen Dank. Ja, extrem schwieriges Spiel für uns, glaube ich. Auswärts sind wir noch nicht so gefestigt, wie wir uns das vorstellen. Und wenn es dann gegen eine Mannschaft geht, die hier, glaube ich, um alles spielt und auch richtig gut spielt, erste Halbzeit, dann war es schon für uns auch schwierig, da den Zugriff zu bekommen. Hat nicht alles so funktioniert, wie wir uns vorgestellt haben. Und kannst schon fast froh sein, dass du nur mit 1-0 in die Halbzeit gegangen bist. Aber dann hast du halt immer auch die Möglichkeit, nochmal neu zu justieren und ein paar Dinge anzusprechen, die einem nicht gefallen. Und ich glaube, das haben wir wieder ganz gut hinbekommen und haben dann, glaube ich, auch über die Wechsel, die wir, glaube ich, ins Spiel gebracht haben, das Spiel dann nochmal gedreht. Und ja, wenn es, glaube ich, dann richtig gut läuft für uns, nutzen wir einen von diesen Kontersituationen, die wir hatten. Da hatten wir, glaube ich, hinterher reichlich von, weil Duisburg natürlich auch sehr offen gespielt hat und unbedingt den Sieg wollte. Hat leider dann für uns dann nicht gereicht, aber wie gesagt, mit dem Unentschieden kann ich jetzt erstmal leben, wir leben und MSV wünsche ich alles Gute jetzt für die nächsten Spiele. Spiele werden weniger und von daher weiß eigentlich jeder, dass ich Vereinen im Ruhrgebiet auch immer die Daumen drücke. Und von daher alles Gute, Boris, und alles Gute im MSV. Vielen Dank, Marco. Boris, bitte. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Worte erstmal. Dass wir natürlich heute alle sehr enttäuscht sind, steht, glaube ich, außer Frage. Man hat, glaube ich, ab der ersten Minute gesehen, was wir uns alles vorgenommen haben, was die Mannschaft sich vorgenommen hat, wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit gespielt hat. Muss ich wirklich sagen, war richtig gut, wie wir auch spielerische Lösungen in dieser Drucksituation gefunden haben. Wir müssen einfach schon früher in Führung gehen. Nach 10 Minuten kann Tommy das Tor schon machen. Ich glaube, da gab es noch ein, zwei Situationen. Nach dem 1-0. Bis zur Halbzeit müssen wir genauso weitermachen. Ich glaube, der Waldhof schießt das erste Mal in der 30. Minute aufs Tor. Dann haben wir ein, zwei Situationen vor der Halbzeit, wo wir einfach ein bisschen zu unaufmerksam sind. Aber kommen in die Halbzeit und sagen, wir müssen genau in der Halbzeit diesen Mut haben, so weiterzuspielen. Das ist uns dann leider nicht mehr ganz so gelungen nach dem Ausgleichstor, was, glaube ich, sich nicht abgezeichnet hat. Haben wir es dann nicht geschafft, mit diesem Spielmoment weiterzumachen. Dann hast du gesehen, dass die Spieler unbedingt dieses Spiel gewinnen wollten, ja auch mussten. Und dass es dann teilweise zu sehr mit der Brechstange durch die Mitte ging und wir nicht mehr den Ball haben so zirkulieren lassen und auch so nach vorne gespielt, dass wir uns Torchancen rausgespielt haben. Hinten raus, hat es der Kollege richtigerweise gesagt, mussten wir aufmachen. Wir haben alles nach vorne geschmissen. Wir wollten unbedingt diesen Heimsieg, um die Punkte zu verkürzen. Aber ist uns leider hinten raus nicht gelungen. Dankeschön. Vielen Dank, Boris. Gibt es Fragen eurerseits? Bitte um kurzes Handzeichen fürs Mikro. Dirk Retzlaff, bitte. Ja, guten Abend, Herr Schommers. Ich hatte so den Eindruck, Ihre Mannschaft ist relativ früh in der zweiten Halbzeit in diesen Abwehrschlachtmodus übergegangen. Also Grätschen, Bälle abblocken, dass da die Linie verloren ging. Habe ich da richtig geguckt? Oder? Na, dass das hier heute, glaube ich, um alles für uns ging und dass die Jungs versucht haben, jeden Ball zu erobern, jeden Zweikampf zu führen, spricht ja erstmal für die Jungs. Und ich glaube, dass natürlich klar war, dass der Waldhof aus der Halbzeit rauskam, wie ich Marco kenne, sicherlich dann auch nochmal mit einem neuen Schwung und einer Ansage, um hier den Ausgleich zu machen, dass du dagegen halten musst und verteidigen musst. Das ist für mich logisch. Und für mich ging es eher darum, dass wir es nicht mehr geschafft haben, die Ruhe so zu behalten, dass wir unsere Spielidee beibehalten, eben den Ball zirkulieren, bis wir im Zehnerraum auch frei werden und zu sehr und zu hektisch dann versucht haben, nach vorne zu spielen. Wie gehen Sie jetzt die letzten 5 Spiele an? Und was gibt Ihnen Hoffnung? Ja, genauso wie wir das heutige Spiel angegangen sind. Wir wollen die Spiele gewinnen. Man hat heute gesehen, dass wir, glaube ich, bis hinten raus, wo wir komplett offen gemacht haben, eine sehr gute Chance hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Leider ist es für uns mit dem Unentschieden zu wenig. Aber genau dieses Spiel gibt mir doch Hoffnung, dass ich sage, dass wir im nächsten Spiel auch eine Möglichkeit haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und uns ist die Situation bewusst. Wir konnten die 8 Punkte leider nicht verkürzen, aber gleichzeitig gibt es noch 15 Punkte zu holen. Wir fahren nächste Woche nach Ingolstadt und müssen da natürlich die Chance nutzen, das Spiel zu gewinnen. Sie sagten im Pressegespräch, Marvin Bakalorz ist bereit für einen Kaderplatz. Er war heute jetzt nicht dabei. Warum? Ja, weil wir einfach aufgrund der Spielidee, wo wir auch ein bisschen was anderes gemacht hatten, schauen mussten, wer kann wirklich über 90 Minuten oder vielleicht auch schon zumindest über eine Halbzeit gehen.
Und dann haben wir uns intern ausgetauscht und haben dann gemeinsam entschieden, dass es heute noch nicht für mehr als eine Halbzeit bei ihm reichen würde. Und deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir einen mit. Egal, ich hätte Bakker sehr gerne dabei gehabt, aber ich nehme keinen Spieler mit, der nicht hundertprozentig so fit ist, dass er mehr als 45 Minuten spielen kann. Und deswegen war es heute noch die Entscheidung, dass er nicht dabei war. Noch weitere Fragen? Horst, auf der anderen Seite bitte einmal. Herr Antwerpen, Sie haben ja gesagt, Sie haben ein bisschen nachjustiert in der Halbzeit. Sie haben ja auch gewechselt. Kam Ihnen der Gegner da über die linke Abwehrseite zu oft, zu gefährlich vor das Tor? Kann man das so sagen? Gute Frage. Also es ist eigentlich meistens so, wenn man dann Wechsel macht, dass man mit einigen Spielsituationen da nicht zufrieden ist. Und der Gegner ist halt heute oder heute nicht so aufgelaufen, wie wir ihn analysiert haben. Und dann muss man halt auf einige Dinge dann auch einfach mal reagieren. Und das haben wir dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gemacht. Und ja, dann ist man natürlich auch mal mit einem Spieler nicht zufrieden, klar. Dann vielen Dank für eure Fragen, für eure Antworten. Marco, guten Heimweg. Alles Gute. Vielen Dank, ja, genau, danke. Und uns erst recht auch, Boris. Dankeschön. Vielen Dank. Wochenende. Danke.